Hi Leute, hier ist euer Papageier heute wieder mit geilen Mario Kart 8 Online. Ja, und heute habe ich mir ein Thema ausgewählt, das sicher noch überhaupt kein anderer Nintendo-YouTuber je ausgewählt hat, zur jetzigen Zeit. Das ist nämlich die Nintendo Switch, die morgen quasi genau vorgestellt wird, um 5 Uhr in der Früh. Und ich glaube, ich werde nicht dabei sein können. Leider. Weil mir das Schaf doch etwas wichtig ist. Wegen Schule und so. Man darf ja nie die Schule unterschätzen. Soll ja eigentlich ja immer noch Nummer 1 Priorität bleiben. Ja, aber ich will halt sagen, was ich halt so von der Wii. Ja, von der Wii U, ne? Von der Nintendo Switch so halte, was ich eigentlich von der Idee halte, oder halt das, was man auch von den Gerüchten her weiß, und zum Beispiel was man halt jetzt weiß, ist halt, die Nintendo Switch ist halt so eine Portable Console, so circa, ich habe gehört mal, dass es so stark sein soll zwischen Xbox One und PS4. Jetzt höre ich etwas zwischen Wii U und Xbox One. Ich kenne mich da jetzt nicht aus. Aber das werden wir eh erst so richtig herausfinden, sobald die Switch halt vorgestellt wird. Oh. Geile drei Panzer. Dann ist einfach an mir vorbeigegangen. Naja, und was ich mir halt denke, wenn es so zwischen Xbox One und PS4 ist. Das ist richtig cool, ist, da könnte man halt richtig cooles Spiel. Theoretisch, stellt euch vor, GTA 5 auf der Switch. Was zwar nicht gehen wird, weil irgendwie so eine Art Arbeitsspeicher, nicht wirklich Arbeitsspeicher. Keine Ahnung. Also, ich habe gehört, dass halt bei der Xbox so eine Art 50 Art Speicher hat. Nur hatte, wo halt das Spiel verarbeitet wurde. Und angeblich soll die Switch so um die 32 oder sowas haben. Und das ist halt für so ein Spiel wie GTA 5. Kann man sich vorstellen, leicht zu wenig. Aber. Ja, ich. Wir wissen es halt nicht. Das sind alles nur Gerüchte. Können heiße Luft sein, können. Die pure Wahrheit sein, wir wissen es nicht. Dann ist das neue Legend of Zelda Breath of the Wild, das ja für die Switch kommen wird. Und was ich noch sagen will, bevor ich auf Zelda weiter eingehe, ist, ich werde mir halt das professionell. Ich gehe jetzt einfach mal weiter auf die Switch ein, bevor ich über Zelda rede. Ja, und ich finde aber dieses Portable, das ist so eine halt portable Konsole, die richtig stark ist und nicht so halt 3DS, der 3DS ist eigentlich auch ziemlich stark. Aber die stärksten mobilen Konsolen sind halt immer noch die Handys. Ja, dürft ihr nicht vergessen. Auch wenn da das meiste nicht wirklich so Schrottspiele sind, aber Handys können manchmal echt schon viel. Was ich gehört habe, dass der Portable Teil von der Switch einen Lüfter hat, was natürlich ein Vorteil gegenüber dem Handy wäre, weil ein Handy, wie ihr wisst, hat nicht so einen geilen Lüfter. Und ein Lüfter ist eigentlich schon etwas, was ziemlich notwendig ist für Spieler. Ja. Ich werde mir aber auf jeden Fall die Switch holen. Einfach wegen dem Nintendo Fanboy in mir. Deswegen will ich die Switch holen. Ich versuche mich quasi dazu aufzuhalten, aber mehr ich mich halte, denke ich mir auch, ich sollte mir halt nicht so große Erwartungen machen. Weil, wer weiß. Nintendo kann einen immer wieder mit neuen Mist überraschen. Nur
Nur hoffen wir, dass sie es gelernt haben. Vor allem der Geschäftsführer war ja, nachdem Shigeru Miyamoto gestorben ist er jetzt so einer, der bei der Bank gearbeitet hat oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich will jetzt keine Falschinformationen halt hier veröffentlichen, sagen, leaken. Nein. Leaken ist das ganze Wort hierfür. Aber er ist der jetzige Geschäftsführer, der halt nach Iwatas Tod antrat, hatte halt sehr viel im Bereich Wirtschaft und Marketing so und so zu tun, weshalb der wahrscheinlich halt mehr weiß, wie man halt Sachen vermarktet, damit man Geld einnimmt. Ich glaube, Nintendo mag es, Geld einzunehmen. Ich meine, die Vergangenheit würde nicht unbedingt dagegen sprechen. Oh geil, ein Japaner. Als was ich mich auch frage bei Mario Kart, haben die Server so ein gutes Internet oder wieso kann ich mit Leuten überall around the globe mehr oder weniger wirklich spielen, oder sind das einfach nur Leute, die in Deutschland dann sagen, sie sind Japaner, oder Japaner, die in Deutschland halt sind? Keine Ahnung, aber es laggt halt überhaupt nicht. Geil, Santino spielt mit Bewegungssteuerung, richtig geiler Typ. Ja, und ich werde mir auch halt die Switch, glaube ich, vorbestellen, weil wer weiß, wenn das so ist wie bei Mini NES. Die Mini NES habe ich vorbestellt, habe ihn immer noch nicht. Das macht mich leicht traurig, weil ich schon richtig Schmacht hätte auf NES-Spiele, aber das bleibt mir vorbehalten. Aber vielleicht kommt er noch. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ihn nicht mehr bekomme. Das ist, finde ich irgendwie schade. Ich habe wirklich so in letzter Zeit richtig Bock auf Super Mario Bros. 3 bekommen. Und das erste Legend of Zelda. Das zweite nicht so sehr, weil das war, beziehungsweise ist, richtig, richtig krass schwer. Und ich mag den 2D-Style für Zelda nicht. Aber das Spiel, es gab's in Kirby, gab's auch, oder? Und einfach mal Pac-Man auf NES spielen, auf Mini-NES. Das ist auch was. Einfach so viele coole Spiele und Spiele, die man einfach noch nie ausprobiert hat. Mega Man 2 wollte ich auch unbedingt auf Mini-NES spielen. Weil ich habe Mega Man 1 gespielt, ich bin. Also ich, es ist nicht so, dass ich bei Mega Man sagen würde, wow, das ist total krasses Spiel, oder ja, es ist total scheiße, es ist ja so, okay, bin nicht wirklich gut darin. Aber bei Mega Man 2 sagt ihr, ja, Mega Man 1, das war nix, aber Mega Man 2, das ist der heiße Shit. Das ist der Scheiß, den jeder haben muss. Und deswegen hätte ich mir ja nicht bei der Switch hätte ich gedacht, ja, das wäre cool, das sehe ich. Da kann ich einfach Mega Man 2 spielen, weil ich habe zwar am Computer die Mega Man Legacy, die glaube ich die ersten 6 Spiele hat. Aber auf dem Mini NES, ich meine, ich könnte alles hier auf dem Emulator spielen, aber auf dem Mini NES ist das halt auch wieder was anderes. Darauf hätte ich schon echt Bock gehabt. Weil Nintendo liefert die Mini-NES nicht mal nach. Und das Geschäft, wo der Mini-NES vorbestellt wurde, hat anscheinend gemeint, ja, wir sagen, man kann es vorbestellen, aber bekommen tust du es nicht. Weil wir achten nicht darauf, wie viel wir auf Lager bekommen. Oh, eine Wertschein. Ja. In nächster Zeit brauchen wir uns nicht zu erwarten, dass ich in Mario Kart wirklich richtig reingeholt werde, oder? Da wurde ich angeholt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich so gut sind. Die hier fahren, ja, nein, sind sie nicht. So bin ich Erster. Das finde ich schön. Ja, was für Spiele gab es auch auf dem Mini-NES? Ich wollte zwar über Zelda reden, aber
Es gibt halt dieses Spiel mit den Seifenblasen, also wo man zwei Monster ist und halt Seifenblasen spuckt und halt so Punkte sammelt. Es sind einfach so viele coole Sachen, auf die ich Lust habe. Ja. Okay, jetzt komme ich auf Zelda. Das neue Zelda. Es wurde eine geile Open World gesehen, ja, genau. Gezeigt und halt, dass man richtig viel machen kann und so. Das finde ich an sich, finde ich das ja eigentlich schon nur richtig cool. Aber irgendwie, was mir Angst macht, ist, dass man nicht halt so die Story, die für Legend of Zelda typisch ist, dass die Dungeons nicht ganz so wirklich gut vorhanden sind, wie man sie halt kennt. Und ja, aber natürlich ist es klar, dass ihren Fokus halt quasi auf dieses, yeah, du kannst alles machen, was du willst. Es ist so cool. Fokussieren, weil sowas halt relativ beliebt ist momentan. Mit so Open World und dass man mega viel machen kann. Ich hoffe, ich kannte die Map mit den Rädern. Weil auf der Map merke ich mir eigentlich meistens nur, wo ich driften muss. Mehr nicht. Das hat eine Hintergrundgeschichte, aber erzähle ich euch jetzt anderes Mal, weil ich habe nicht viel Zeit und muss noch viel über Zelda reden. Ja, weil ich muss nicht so viel über Zelda reden. Ich hoffe, dass sie die Dungeons nicht vergessen haben und auch eine gute Story. Vor allem, es hieß ja auch, hey. Das letzte und wir schießen trotzdem ab. Das war leicht unnötig. Jetzt habe ich nichts, um mich zu verteidigen. Und der wird halt trotzdem. Oh, hat er eine Kugel. Geil. War der AFK am Anfang oder wieso überhole ich den? Egal. Ja, und sonst glaube ich, wird es echt ein cooles Spiel, weil ja, dass man einfach durch die Landschaft geht und so ein riesengroßer Felsen. Das ist einfach der Boss. Ich stell mir das cool vor. Ich meine, man kann sagen, ja, es gibt schon so Spiele wie The Witcher und die schauen schön aus, aber ich mag das Legend of Zelda haben, nicht? Ich mag Legend of Zelda mit dem Legend of Zelda Gameplay haben. Eins, was mich, wo ich nicht sicher bin, ob es mich stört, was ich glaube, dass ich es erst herausfinden werde, wenn ich spiele, ist halt, dass es so nicht RPG, MMO-mäßig halt, dass man Sachen sammelt und halt verschiedene Waffen sammelt, die auch kaputt gehen und wovon mal Ärger sind oder nicht. Da bin ich mir nicht sicher, ob mich das nerven wird oder ob ich es gut finden will. Zum einen finde ich es recht interessant, weil das halt irgendwie wirklich die Möglichkeiten erfrischt. Sonst meistens in Spielen, wenn ich da halt wirklich was sammeln muss und so mehrere Sachen in meinem Inventar habe, wo ich mich entscheiden muss, welches ich für besser finde, habe ich meistens irgendwie so eine Art Druck. Nicht wirklich Druck, aber versteht ihr, was ich meine? So, dass man sich halt entscheiden muss, was nehme ich, und dass man immer umsortieren muss, obwohl man einfach nur so einfach die Welt erkunden will und einfach spielen will und nicht in seinem Inventar herumlunkern und sortieren. Ja, als sonst. Ich finde es auch krass, dass man einfach über die Berge klettern kann und gleiten und reiten. Ja, an sich. Doch, doch. Legend of Zelda. Das neue Legend of Zelda wird ein cooles Spiel, außer sie machen es komplett anders als im Trailer. Selbst wenn es nicht so Dungeons und so eine Story hat, dann hat es wahrscheinlich kein Potenzial, das beste Zelda zu werden. Weil mit einer guten Story, mit einer relativ guten Story, muss jetzt nicht die beste aus der Zelda-Reihe sein, aber halt schon Zelda würdig. Und halt auch Dungeons, die auch gut designt sind mit Items und so. Da könnte das vielleicht wirklich das beste Zelda und
beste Zelda aller Zeiten werden. Und können Sie bitte endlich Ihre Strecke auswählen? Spiel. Ich find's halt so geil, dass man mit so einer Physik, also dass man halt so wirklich auf Physics geachtet hat bei der Engine. Weil ich mag's immer so, halt solche Physics bei Engines. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also halt so Ragdoll-mäßig, halt mit 3D-Modellen. So, die heißen dann wieder anders, weil es sind ja nicht wirklich Ragdolls. Obwohl Link ist halt dann auch eine Ragdoll, wenn er weg explodet wird. Wow, Garrett hat einen Stern. Ich glaube, das war der Louis. Das war der geile Luigi. Ich glaube aber, der macht das absichtlich. Und habe ich gerade einen Stern gesagt? Einen Punkt natürlich. Ja, nein, Garrett war das gar nicht. Das war ein anderer. Louis ist nicht mehr dabei. Ist ein Baby Louis dabei? Aber nicht der Erwachsene. Weil der eine, der Garrett mit dem einen Punkt, das ist Mario. Der ist neu dazu. Autsch. Der ist gerade neu dazugekommen. Kann mir einer sagen, wo mein grüner Panzer hingekommen ist? Das finde ich jetzt nicht so toll, dass mein grüner Panzer einfach weg ist. Und das, ob ich die alle einfach jetzt überholt habe. Ich möchte jetzt auf mein Gamepad schauen, was dieser Wario macht. Ja, Wario ist am weitesten hinten, aber okay, doch, der macht das absichtlich. Der macht das absichtlich. Aber als ob da was Besonderes passieren würde. Dann hast du halt keine Punkte oder nur einen Punkt. Und was dann? Was wird dann mit dem Fanta des Lebens mit diesem einen Punkt? Ich glaube, ich bezweifle, dass man damit so mega hammer Spaß haben wird. Tut mir leid, mein lieber Garrett Wario. Mario Kart für die Switch soll rauskommen. Da wurde halt so die Yoshi-Strecke gezeigt, also halt ein Teil von der. Wie heißt die? Yoshi Circuit oder sowas? Nein, ich glaube nicht Yoshi Circuit. Aber halt eine Strecke aus Mario Kart 8 von den DLCs. Halt die Insel, die geformt ist wie ein Yoshi. Das soll euch was sagen. Ich glaube, wir sind ja auch im ersten Part darin gefahren. Und, aber das waren so Doppel-Items, wie bei halt. Okay, wie bei Double Dash wäre jetzt übertrieben, weil eigentlich gab es die auch in normalen Mario Karts. Einfach, dass du ein Item haben konntest, das halt hinten dran gelegt hast. Und dann hattest du noch eins links oben, was du halt nochmal dran legen konntest, falls du getroffen wurdest. Was halt cooler ist, wenn du Erster bist und hinter dir kommen 5 rote Shells. Aber ja, besonders nicht. Und das was über was sich die meisten Leute, ja, gefreut ist jetzt übertrieben, aber das heißt, so die meisten Leuten aufgefallen ist, wodurch sie gesagt haben, boah, das ist kein Mario Kart 8 Remake, ist König Boohoo, den man gesehen hat. Ich glaube einfach, dass sie halt ein paar kleine neue Sachen hinzugefügt haben und halt einfach Mario Kart 8 mit den DLC Tracks extra hinzugefügt für die Switch rausbringen. Ich würde es mir trotzdem für die Switch holen. Als was ich mich frage, ob es sowas geben wird, dass man sich bei Nintendo quasi halt was kaufen kann, dass man unterwegs online spielen darf, kann. Ich hoffe nicht, dass man generell dafür zahlen muss, dass man online spielen kann, wie halt bei PlayStation und Xbox, weil irgendwo ist es schon doof. Muss ich zugeben. Und es wird unsere letzte Strecke, Fun Fact. Aber so viel unterwegs, Mario Kart spielen. Ich meine, mit Mario Kart
kann ich zwar offline spielen, aber sonst fange ich damit ja nichts an unterwegs. Okay, theoretisch könnte man mit seinem Handy-Hotspot halt die Switch verbinden, während man unterwegs ist und Mario Kart spielen, aber das wird nicht wirklich so das Wahre sein, weil es wird auch relativ schlecht laufen vom Internet her. Und halt extra von Nintendo so ein vorgefertigter Service. Klar, das wäre extra eine Einschränkung für Nintendo, extra halt etwas, in was sie Geld investieren müssen, aber ich glaube, dass es im Endeffekt rentabel wäre. Oh, ich drifte fast runter. Oh. Oh, fuck. Ich wollte was versuchen. Ich dachte, ich kann wieder so richtig nah an die Kanten driften. Habe ich falsch getacht. Genau. Mit dem T statt einem D. Das ist wirklich, dass man Rechtschreibfehler raushören kann, ist relativ blöd für einen Let's Player. Also bitte unterstützen Sie sich das hier. Oh. Ja, okay, der wurde getroffen. Ist er runtergeflogen? Keine Ahnung. Ah, der nimmt die Kurven nicht so toll. Oh. Ja, der Moment, wo ich die Bananenschale nehme. Kommt natürlich ein grüner Panzer. Ich wollte ehrlich gesagt versuchen, den einen halt mit der Bananenschale aufzuhalten. Danke. Jetzt bin ich durch den Erster. Und jetzt versuche ich einfach den ersten Platz zu sichern. Wenn jetzt eine Plusche kommt, dann werde ich wütend. Egal. Ja, ich bin Erster. Das war noch spannend, außer jetzt kommt eine Plusche, aber das befürchte ich nicht, dass eine Plusche kommt. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Part? Und dann bis zum nächsten Mal, gerade auch ein Part. Und ja, wir sollten vielleicht die Punkte anzeigen lassen, wenn wir auf die 10.000 Punkte spielen, haben die 1.265. Also wird noch ein bisschen, aber dann würde ich sagen, ciao.